Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 7 Days to Die mit dem guten Kraxel. Moin, moin, es wird ganz schön dunkel, muss ich sagen. Ey, jetzt, heute wird es richtig fies dunkel, Ich ne? sehe gar nichts. Geh mal nach unten wieder. Wir haben hier unten eine Kerze hängen. Ja. Ich höre die ganze Zeit irgendwelche Zombies. Ich höre gar Ich keinen habe eine mehr. Scheiße. Ich höre Echt gar keinen nicht? mehr, ne? Bei mir ist still. Okay, ich versuche mal in der Zwischenzeit zu gucken, ob wir noch irgendwo. Wir haben Pfeile noch hier. Ja. Also Crossbolts habe ich gerade 5 Stück rausgenommen. Okay. Small Stone brauchen wir. Boah, Exploding Crossbow Bolt könnten wir sogar machen. Aber da Natürlich fehlt mir noch auch der gut. Plan für. Okay, da Gerade könnte. mal. Ja, ich gucke gerade mal durch, was ich so machen kann allgemein. Ich schmeiß mal kurz Essen bei uns in die Truhe rein. Irgendwas klopft an unsere Tür, oder? Was? Oder bist du das, der was reinpackt? Pack gerade hier Ach so. rein, also ich weiß nicht. Ich war es auf jeden Fall nicht. Klang so, weißt du? Crossbow, also Munition kann ich auch alles machen irgendwie. Also Magnum 9 mm kann ich machen. Boah, das ist geil. Oh, So brauchen nur Waffen nice. dazu. Hier, wir Wood haben Tallow. Spikes. Das nehme ich mal mit, Ja. weil das können wir nämlich eventuell brauchen, um uns eine Candle herzustellen. Ja. Was brauche ich dafür? Plant Fibers? Ja, das ist kein Problem. Das haben wir doch irgendwo. Ah, da haben wir doch 300 rumliegen. Denke mal 16 Stück her, weil die kann man in der Regel immer ganz gut gebrauchen. Also ich habe irgendwie das ganz dumpfe Gefühl, dass da irgendwie was in der Nähe ist. Hast du das auch? Noch nicht. Hm? Noch nicht. Weniger gut. So, ich habe es mal heller gemacht hier unten. Ja. Ich crafte gerade was Schönes. Bitte? Ich crafte gerade was Schönes. Ja? Ja. Ey, bitte lass jetzt keine Horde hier durchziehen, ohne Scheiß. Ach, schade, Level Vielleicht 1. kommen wir noch hardcore rum um die Nummer. Wird auf jeden Fall heller. Okay, schon mal gut. Ba, 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 ba. Bam, 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 ba, da, Gu da, guck mich mal an. Warte, ich komme mal hoch. da. Hörchen. Ich habe ein. Warte, warte, warte. Eine Leather Chest Armor an. Boah, Gerade nice. gecraftet. Ist auch noch Level 1. Oh, nice. Das Ding ist ja geil. Das macht mich gerade so Das ist sogar, glücklich. sogar Feuerschutz drauf. Was ist Feuerschutz drauf? Ja. 20% wasserresistent. Der Kraxel, der kennt da nichts, merkt er Ja, schon. da, wirklich. Jetzt so langsam reicht's Jetzt mir mit dem Sterben. hau das raus, das Zeug. Jetzt reicht's mit dem Sterben, das sag ich dir. Kann ja nicht wahr sein. Ach, guck mal, ich sehe gerade, wenn man Inventar öffnet, ne, dann siehst du auch oben, wie viele Pläne man bereits gelernt hat. Ich bin bei 9. Wenn man das Inventar öffnet. Ja. Also den zum Craften, weißt Achso, 3 von 65. Ha! 9 von 130. 9! Von Du bist ja, gehst ja schon 130. wieder. Du gehst ja schon. 130! Ja, Ja. gut, die werden wahrscheinlich auch mehr, je mehr du kannst, ne? Das kann sein, ja, das stimmt. Das kann. Boah, wie viel gibt's denn da, Alter? Ja, damit ist unbegrenzt viele. Krass, ey. Boah, ich freue mich ganz, ohne Witz, ohne das jetzt hier herabwürdigen zu wollen, aber ich freue mich auf die nächste Staffel, ey. Wenn wir wirklich beide krepieren sollten, alles von vorne machen, dann können wir von Anfang an direkt beide loslegen, weißt Ja. Ja, wobei, gut, das ist ja jetzt relativ, ne? Wenn wir Glück haben, überleben wir das Ganze, ja, und werden immer besser. Ja. Trotzdem haben wir viel Zeit, viel Tage verschenkt, wo es halt echt nur easy war eigentlich. Ja, gut, das ist richtig, ne? Also, es ist immer so Man eine hätte mehr Sache. rausholen können einfach. Okay, ich stelle mir mal ein neues Bandana her. In der Hoffnung, dass das besser wird. Ja. Was habe ich noch? Chest Armor. Oh, ich habe keinen Platz mehr in einer Warteschlange. Haha, echt? So viel schon mal craften gewesen hier. Ah, das ist cool. Wenn du im Haus bist, siehst du nach draußen mehr. Was eigentlich total Stimmt. krass ist. Aber warum?
Ja, weil normalerweise siehst du doch aus dem Licht in die Dunkelheit gar nichts mehr. Ja. Hier ist genau andersrum. Hier siehst du Vielleicht aus dem Licht in die Dunkelheit mehr, als wenn du in die Dunkelheit stehst. einen Lichtkegel. Vielleicht. Da hinten rennt was? Nee, oder? Echt? Sah so aus, aber. Könnte auch ein Baum sein. Ja, im Wind. Bitte lass keine Horde sein. Schalalala. Lass doch mal die Horde rein, Ach du Scheiße. schalalala. Was? Ach du Scheiße. Schau Was mal denn? auf den Tag. Tag 7, ja. Jetzt geht's Krieg los, schon. oder was? Naja, das weiß man nicht. Es kann bis zum Tag 8 dauern. Verspätete Horden können auch durchaus bis Tag 8 reinkommen. Wäre geil, wenn man die so auf der Map sehen würde. Das hat man früher tatsächlich getan. Und da waren das allerdings richtig, richtig viele, muss man dazu sagen. Also da Okay. waren das nicht so ein paar wie momentan. Die sind natürlich auch stärker geworden und intelligenter, kommt noch dazu. Ja. Alter. Aber das waren damals richtig, richtig viele. Also da sind 100, 150 Zombies über die durch die Lande gezogen. Das war richtig gefährlich. Also da hast du noch unten links so eine Minimap gehabt und da hast du die ganzen Zombies drauf auch noch gesehen. Da ging das Okay. richtig ab. Da ist dann plötzlich so wie so eine Art Welle gekommen und auf der ganzen Karte überall Zombies und ist so Ja. um dein Haus rumgezogen und hat alles kaputt gewüstet. Krass. Da war es richtig heftig. Da musstest du dich aber auch ganz anders noch verteidigen. Also das war, kann man mit heute jetzt irgendwie gar nicht mehr so wirklich vergleichen. Okay. Aber war schon, ist schon eine andere Geschichte gewesen, ja. Ich gucke noch mal ganz schnell durchs Skillsystem, weil ich so gescheites finde. Apropos, ja, ich muss auch mal ein paar Punkte verballern. Ja. Toolsmithing, Craft Handle, Motorized Tools faster, okay. Craft Bow Arrow and Handheld Melee Weapons. Faster and better quality. Nee, ich will eigentlich wirklich das Construction Tools. Do more damage, repair and upgrade faster. Das ist natürlich auch geil. Okay, Mining Tools ist für mich das Wichtigste. Da werde ich jetzt auch drauf meine ganzen Punkte drauf hinsparen. Und natürlich Athletics. Ach, genau, Athletics wollte ich auch noch mal ein bisschen. Genau. Da bin ich gerade Level 6. Da bin ich in Level 9 mittlerweile. Zu viele Punkte hast du. Und jetzt noch mal ein bisschen. Was hast du jetzt? Ja, okay. Freunde, wir hocken hier wirklich in der Dunkelheit. Wir haben nur noch ein paar Stunden, dann haben wir es wahrscheinlich geschafft. Ja. Hörst du das Geräusch? Dann mach mal nichts, bleib stehen. Jetzt ist vorbei. Das war jetzt wie so eine Art, keine Ahnung, das kann auch wieder so ein Psycho-Geräusch So sein. ein Ja, Grollen meinst du? so ein dumpfes Grollen war das Ja, gerade. habe ich gerade auch gehört. Ganz leicht, aber nur. Bitte lass es jetzt nicht losgehen. Ich hab's für eine scheiß Angst. Ich sehe echt noch nichts. Nix ist ruhig. Das Problem ist natürlich, du kannst hinter den Hügel nicht gucken, ne? Du siehst nichts. Ja gut, das ist natürlich auch ein Vorteil, ne? Es kommt darauf an, wie die Heatmap aussieht. Wenn wir dann durch das Anpflanzen der Bäume da ein bisschen gegengewirkt haben. Oh. Alter. Wir Was sind war das? noch sind wir undetected. Bin auch undetected, aber ich weiß nicht von wo. Ich auch nicht. Sehe auch nichts. Ne. Undetected, du? Ja, auch noch. Fleisch hast du nicht im Inventar, ne? Fleisch? Nein. Ich gebe keine Signatur ab. Aber das Geräusch war auf jeden Fall Nadel. Ja. Alter, ich krieg schon wieder volle Panik. Axel, mach Wir bitte sollten keinen. noch so eine Leiter nach oben machen, dass wir noch aufs Dach kommen. Ja, Dach wäre super. Aber wir können aus dem Eck hier. Links können wir dann noch nach oben bauen. Ich habe bloß Ja. Angst, das Ding hier weiterzubauen. Nicht, dass es jetzt vor Tag 7 einstürzt, weißt du? Ja, gut, stimmt. Ich meine, ich würde das ganz gerne noch voll bauen. Ja, Und da aber müsste hier auch noch eine Tür rein und sowas. zumindest eine Leiter hoch, dass man schon aufs obere Stockwerk kann, weißt du, von da siehst du auf jeden Fall mehr.
Warte, mach's einmal ruhig. Ich höre hier irgendwas. Ich weiß bloß nicht wo. Ich höre nichts. Aber es kann auch wirklich sein, dass die hinterm Hügel sind und hier gerade genau an uns vorbeiziehen. Dann gehe ich mal mehr auf die Seite. Immer noch undetected. Ja, ich auch. Ich höre sie irgendwie von rechts. Ich höre Von rechts nur habe ich gerade ein Grillen Geräusch zirpen. gehört. Nur Grillen zirpen. Warst du Soll ich? das? Ah Ja. ja, gut. Klang wie ein Hundebellen. Na, 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 na. 7 days to die. Ja, You hoffentlich. have 7 days to die. Wobei, ich hoffe, der Titel ist jetzt nicht für unser Let's Play bezeichnend. Ja. Sonst war das eine echt kurze Runde. Ich gehe jetzt mal einen Rucksack holen. Ja, genau. Sehe aber auch wirklich gar nichts. Ne. Sieht echt duster aus, muss man sagen. Also es kann sein, wenn die Horde jetzt letztes Mal schon gespawnt ist, dass die jetzt kommt. Es kann aber auch sein, dass die jetzt erst spawnt und bis die da ist, ist Tag 8. Ja, die Frage ist natürlich, wo die spawnt, ne? Ja. Yeah. Also wenn ich mir Das die kommt Map so auf die Heatmap. angucke, die Ja, ist das ja kommt auf die Heatmap an. riesig. Deswegen diese Heatmap. Das heißt, je mehr du irgendwo veränderst, wenn du jetzt in Ja. der Stadt ultra viel Damage machst Ja. und rumhaust und guckst und so weiter, dann kann es durchaus sein, dass die Heatmap in der Stadt am höchsten ist, dann rennt die ganze Horde in die Stadt rein. Das heißt, vielleicht haben Die wir Glück. Heatmap kann man nicht sehen, ne? Bitte? Die Heatmap kann man nicht sehen. Nee, Also die anzeigen ist. lassen oder so. Nee, 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 die Okay. ist intern. Okay, schade, ne? Schade eigentlich. Wäre schon interessant, dass man so wie bei Rust über die Übersichtskarte, die wir immer nutzen, da kannst du ja auch die Sterberate anzeigen lassen, beziehungsweise die Genau. Heatmap. Das wäre cool. Dass man direkt sieht, okay, bei uns ein roter Punkt. Na Das gut, wäre der rote echt. Punkt wird so oder so bei uns sein, Ja, weil wir die klar, Hütte aber hier hingestellt die haben. Frage ist, wie groß, ne? Und Ja, wie genau. weit? Und wo sind andere rote Punkte? Dass du sagen könntest, okay, da ziehen sie eher lang als bei uns oder so. Ja, das ist eben genau die Sache. Du musst halt die ganze Zeit schauen, dass die Heatmap so weit unten wie möglich ist. Würden wir jetzt natürlich die Mine laufen lassen und das Campfire und so weiter, ja, dann könnte man gleich eine riesengroße Leuchtreklame aufs Haus packen. Hier bitte angreifen, ja. Ja. Wir machen das ja nicht. Im letzten Let's Play war es tatsächlich so, da haben wir das immer angelassen, weil wir irgendwann dann in der Lage waren, so schnell Waffen herzustellen und Munition vor allen Dingen, Ja. dass wir permanent einfach die Dinger haben laufen lassen. Ja. Hat man es drauf angelegt, sozusagen. Ja, im Prinzip war es egal. Das Problem ist, wenn du mit der ersten Dynamitstange versuchst, in der Mine ein bisschen Platz zu schaffen, ja, Ja. dann ist die Heatmap sowieso. Dann kann auch sein, dass eine Wanderhorde einfach so mal kommt, weil die Heatmap an der Stelle einfach so extrem hoch ist. Ja. Da hilft dann wirklich nur noch extremes Einmauern. Okay. Ja, aber ich sehe hier auch nichts, ne? Nee, gar nichts. Vielleicht haben wir echt Schwein gehabt. Das wäre natürlich der absolute Abschuss. Vor allem ist schon Wobei, die 3 kommen Uhr. normalerweise immer erst so Richtung frühmorgens, gell? Beim letzten Mal war das auch so. Ja, da haben wir auch relativ lange gewartet, stimmt. Aber gut, jetzt wird es schon hell langsam. Ja, es ist ja auch, glaube ich, nur noch eine 1,5 Stunden oder so. Ja, Mond geht auch schon unter. Der Mond. Der Kraxel. Bla. Puh, So, wir haben okay. es. Gleich ist geschafft. Puh. Jetzt musst du mal vorstellen, normalerweise, ich habe die Servereinstellungen jetzt so eingestellt, dass wir 18 Stunden Tageslicht haben. Normalerweise wären eigentlich die Grundeinstellungen, glaube ich, 12-12, ne? Okay, krass. Musst du mal vorstellen, wenn wir das auf Ja. 12 gelassen hätten, dann ist um spätestens 6 ist dunkel, ne? Nee, so finde ich schon gut. Schöne Sommerzeit. Ja, eben. Ist ja auch tatsächlich herrlichster Frühjahr Anfang im Dezember. Hast du gesehen, dass wir eine Hard Metal Door bauen könnten? Hard Metal Door könnte man bauen, ja. Ja, kostet 10 Forged Iron. Ja, ist eigentlich kein Stress. Die könnte man eigentlich hier locker flockig unten da mal Ja, reinhauen. ja. Aber da würde ich warten, bis wir das machen, bis die unten ohnehin fast im Eimer ist. Okay. Weil wenn die eh fast kaputt Ja. ist, dann müssen wir die nicht raushacken. Also kann man die gar nicht so rausnehmen. Nee, wenn die einmal geplaced ist, dann musst du die auch kaputt hacken. Okay. Es wird hell. Ja, das Hotel ohne Zombies. Hey, wir haben es vielleicht.
Wann rennen die nicht mehr? Da kommt gleich dieses Geräusch. Okay. Wahrscheinlich so in 20 Minuten. So 4 Uhr, 5 Uhr, ja, ne? Ich glaube 4. Okay. Vier oder fünf, ich weiß es nicht mehr. Aber wenn, dann müsste es gleich kommen. Also ich glaube, wir haben unsere Heatmap echt gut verteilt. Ja, ich glaube auch, dadurch, dass ich jetzt immer weiter weglaufe, um Holz zu hacken und hier immer die neuen Bäumchen anpflanze, glaube ich, haben wir da echt Glück gehabt. Vielleicht sind die auch alle zur Stadt gelaufen, weil ich gerade 50 Mal gestorben bin. Das kann auch sein. Aha, ist schwierig. Der Vollidiot probiert es immer noch. Gehen wir dahin. Die hier gar nichts. Kaxelinjo. Huh. Warte mal. Ich hab da gerade ein Geräusch gehört. Das war ich beim Springen. Nee, ein anderes Geräusch. Ich weiß es nicht. 59. Ja, alles klar, jetzt rennen sie nicht mehr. Wir haben es geschafft, Kraxel. Huh, nice. Wir haben es geschafft, Baby. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, okay. Ah, okay, wunderhübsch. Okay. Boah, nice! Baby! Das war aber auch ein Akt, ne, muss man sagen. Schmeiß die Buden an! Gleich mal alles starten. Ja, alles anschmeißen, was geht. Ich habe mal kurz einen Blick über den Hügel. Einfach aus Gründen. Aus Gründen, die du nicht Ja. näher erläutern möchtest. Richtig. Neugier. Neugier! Der Neugierkraxler hat zugeschlagen. Ich gehe in Richtig. meine Mine rein. Mach mal. Wow! Was war das denn? Was denn? Ich bin gerade voll aus der Mine raus teleportet und wieder rein. Okay. Hinten geht die Sonne auf. So, und ich mache die Mine mal wieder flott. Ja, aber also hier in der Umgebung ist gar nichts, also weder Zombies noch irgendwas anderes. Das ist ein sehr gutes Zeichen, finde ich. Ja. Haben wir unsere Heatmap auf jeden Fall unter Kontrolle. Ja, also momentan, ich bin auch ehrlich gesagt ganz glücklich drum, dass wir das so hinbekommen haben. Wobei, es ist nicht aller Tage Abend, ja? Ja, das stimmt, kann sich jederzeit ändern, ganz klar. Aber ich meine, hey, immerhin. Weil bei Einen Pech haben, weiteren kommen die Tag, den halt wir einfach. überlebt haben. Ja, eben, ein Tag. Wir Ja. haben einen Tag drauf. Bist du über mir gerade? Ich guck dir mal bei der Arbeit zu. Da hackt da der kleine Zwerg. Ich bin hier in der Mine und hacke wie ein Minenzwerg. Hack schneller, du Luder! Jawohl. Oh Hast du Gott! noch irgendwo eine Hacke? Dann helfe ich dir. Warte mal, ich verbrauche die halt immer unglaublich schnell. Ich kann ja eine hindroppen. Bist Ja, du mach da? mal. Ja. Okay. Hat da, hat da. Immer so schräg nach unten halt. Das geht ja herrlich. Ah, Mit dauert's doch Kraxel. ganz schön, ne? Na gut, die Dinger haben halt einen Tausender, ne? Ja, stimmt. Und wenn du dann noch deine Athletics irgendwann am Ende hast, also deine Ausdauer weg ist, Ja, stimmt. dann schaust du alt aus irgendwann. Ja, wobei ich krieg gerade fast so schnell Ausdauer wieder rein, wie ich sie verbrauche. Also Echt? alles gut, ja. So schnell? Ja. Ganz minimal verbrauche ich die nur. Krass. Wie viel Athletics hast du? 60, weil ich ja gestorben bin, ne? 60. Ja. Wie viel hast du? 100? Ach so, nee, ich habe 88, ja. Nee, ich Ja. meine jetzt Skillpunkte-mäßig. Ach so. Athletics habe ich drin. Ja, Level 6, glaube ich, wie ich vorhin gesagt habe. 6 Punkte, also 6 von 100. Krass. Kann das Ding eigentlich einstürzen? Ich weiß nicht, ob ich das schon gefragt habe. Ja, also einstürzen kann die Mine generell schon. Man Okay. muss halt aufpassen, wie groß man die Dinger macht. Aber ich muss mal kurz eine kleine Denkerpause machen. Mach mal. Also Steine sollten ja kein Problem sein, ne? Wir haben ja jetzt genug. Ja, also eigentlich ist halt die Frage, wir bräuchten am liebsten, wäre mir, wenn wir jetzt auf irgendein riesengroßes Eisenvorkommen stoßen würden. Da werde ich vielleicht in den nächsten Folgen die Mine mal ein bisschen hinten anstellen. Und wenn mal vielleicht in eine Höhle gehen. Ja. Und Ja, gut, dort stimmt. gezielt Eisen rausholen, weil es Ja. halt einfach schneller geht. Oder irgendwelche anderen wertvollen Materialien, die wir jetzt noch nicht haben.
Oh, ich bin. Warte mal, oh Scheiße. Was ich muss denn? mal ganz kurz meine Sachen ausziehen. Bist du überhitzt, sagst du? Oh, volle Kanne. Deswegen stehe ich hier nackig drin. Ich habe jetzt 100. Okay, ja, gut, das ist ein bisschen warm. Ja, ich höre Scherwitze. Warum habe ich denn schon wieder einen Pistol Receiver? Gefunden, nein. Ich weiß nicht, wo ich den her habe. Wahrscheinlich habe ich einfach nur vergessen wegzulegen. Wahrscheinlich, ja. Oh. Bam, 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 wir sind die Minenarbeiter. Oh ja, es geht halt auch so zackig schnell voran, ne? Ja. Das ist so die richtige Arbeit für den Stream oder für Offscreen. Definitiv, ja. Müssen wir mal gucken, vielleicht können wir uns mal einen kleinen Server holen oder sowas. Ja. Dass man da sagen kann, oh, warte mal, Kraxel, wir sind zu weit, wir gehen zu weit nach vorne, wir müssen weiter nach unten graben. Einfach noch stumpf nach unten? Nenn dich ganz nach unten, so ja, schräg aber so nach leicht vorne. Schräg. Ja gut, okay, kein Problem. Oh, ich habe die nächste Axt zerlegt. Ja, ich auch gleich. Ich glaube, ich kann mir auch in der Zwischenzeit gar keine mehr neue herstellen. Nee. Und? Ich muss auch zurück, ich habe nämlich ein bisschen Hunger und wir sind tatsächlich auch am Ende der Folge angekommen. Ja. Unsere Mine wird aber langsam, ist schon ein schönes Loch. Oh. So. So, okay, super. Ey, sag mal, ja, gut. Hast du hier auf unsere Spikes geblutet? Nö. Dann war das bestimmt irgendwie so ein Schwein, das hier wieder durchgestorben ist. Oder vorhin diese Viecher, die Krach gemacht haben. Vielleicht sind die echt einer reingelaufen. Einer reingelaufen, ja. Könnt ihr mir vorstellen. Ja gut, alles klar. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Genau. Und dann geht's weiter, weil wir haben nämlich noch richtig viel vor, Freunde. Wir haben richtig, richtig viel vor. Ja. Und bis dahin. Ciao.